Schön, dass ihr dabei seid. Wir spielen neuer Stream auf Twitch. Heute am 26. Dezember, Weihnachtsstream 2022. Wir machen weiter mit unserer Japan-Party. Und ich habe Pins gesetzt. Liebe Grüße an YouTube-Leute, für euch, nach dem letzten Video habe ich Pins gesetzt. Liebe Leute auf Twitch, in der Nacht des letzten Streams. Während ich gesagt habe, ich bin müde, ich bin ins Bettchen, habe ich danach heimlich weitergespielt. Bin immer in derselben Runde geblieben und habe einfach noch ein paar Pins gesetzt. Und schaut und staunet bitte, wo überall. Siedlerpins. Ein Siedler hier vorne hin, statt Gründung. Siedler wird gebaut, in eine Runde nehme ich die Siedlerkarte rein. Ja, da staunt ihr. Von Shizuoka aus, hier ein Siedler hin. Eine Siedlerpin hier vorne, Osaka-Pin. Das ist die Siedlerlinse. Noch klappt es, neben Kandi. Siedler wird produziert in Osaka. Leider haben wir nur wenige Städte mit gutem Nahrungsüberschuss. Das heißt, wir müssen, das ist echt eine Investition in die Zukunft. Nächster Pin. Hier hinten, von Teekesselchen aus hier vorne hin. Lange schon geplant, um hier Schutzgebiete zu bauen, Naturwunder abzugreifen. Nächster Pin. Hier rechts, hier links unten in der Mitte. Siedler Olli. Wir haben die Städte Olli und Stan gegründet. Hier ist schon ein Siedler, der zieht hier runter, gründet da eine Stadt. Und die vier werden gebaut, beziehungsweise sind gebaut worden. Drei bauen wir noch, einer ist gerade gekauft worden. Da wir sehr hohe Geldüberschüsse haben, fast 100 Gold die Runde. Wenn Geld übrig bleibt, kaufen wir demnächst in Stan oder in Olli nochmal einen Siedler und gründen hier. Und dann habe ich einen Pin gesetzt, der wird euch jetzt echt erstaunen. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Schaut mal hier. Dieser Pin hört auf den Namen Kulturallianz Niederlanden. Das ist der Pin, den ich immer setze, wenn ich eine Stadt irgendwo gründen will, ein Stadtzentrum. Kulturallianz Niederlande steht da. Sehr seltsam. Wir können diese Runde zwei Allianzen schließen. Eine mit den Kanadiern, unseren Nachbarn im Nordosten. Eine Allianz schließen mit den Niederländern, dem Nachbarn im Osten. Mit den Arabern können wir im Augenblick noch keine Allianz schließen. Wir können Allianzen schließen, die noch nicht. Deshalb können wir in Summe noch keine machen. Mit ihnen würde ich gerne, wir hatten letztes Mal lange darüber diskutiert, ob Religionsallianz oder Kulturallianz mit den Holländern. Für Religionsallianz hätte gesprochen, dass wir die dann leichter missionieren können. Habe ich letztes Mal erklärt, erkläre ich nicht nochmal. Liebe Grüße an MJK den Franken. Schön, dass du da bist. Vielen Dank fürs siebte Abo hier. Grüße zurück. Für Religionsallianz spricht, wir könnten ihn dann weiter besser missionieren, aber ich habe ein tollkühneres Ziel. Schaut euch das mal an. Ich will hier vorne noch eine Stadt hinsetzen und hoffe, dass vorher müssten wir Laventa erobern, sonst geht das nicht gut. Wenn wir eine Kulturallianz haben mit den Holländern, üben wir keinen Kulturdruck beidseitig aus und die Stadt kann nicht zu den Holländern flippen, sie könnte man noch flippen zu den Kanadiern. Das können wir nur dadurch ausbremsen, dass wir Laventa erobern. Da sollten wir genug Bevölkerungsdruck haben, um oben standzuhalten. Das ist der Plan. Ja? Und hier eine ganz, ganz kleine Stadt. Einfach nur hier, um einen Deluxe-Campus zu setzen. Schaut mal hier. Ein geothermischer Riss, ein zweiter. Gibt einen Vierer-Campus, hier einen Hafen, Ministadt und eine Brücke gen Osten. Ja? So stelle ich mir das vor her. Okay? Ja. Das heißt, wir machen auf jeden Fall eine Allianz mit den Holländern. Dann müssen wir uns noch überlegen, welche machen wir mit den Kanadiern? Das ist mir relativ Wumpe, muss ich sagen. Also, wir haben noch nicht alle... Es gibt vier Religionen im Spiel. Ich habe immer gesagt, wir holen uns den Kultursieg. Ja, man, wir könnten auch. Wenn wir wollen und wenn es sich anbietet. Religionssieg ginge auch. Denn wir haben eine Religion bereits rausgenommen. Vier gibt es insgesamt im Spiel. Eine ist hier oben noch aufgeführt, ist aber de facto rausgenommen. Und zwar hatten die Araber die Religion Orthodoxe Ostkirche gegründet und hatten die hier vorne gegründet. Die beim letzten Mal dabei waren, erinnern sich an einen historischen Augenblick. Wir hatten einen Apostel neben der Stadt stehen. Ein großer Prophet ist hier auf diese heilige Stätte draufgegangen, hat die Religion gegründet. Der Apostel überschrieb die Stadt. Und die Religion kann sich nirgendwohin mehr ausbreiten. Danach hat uns der Sultan, also Saladin, gefragt, hey, willst du wirklich bei uns weiter missionieren? Wir haben gesagt, nein, haben wir gar nicht nötig. Haben 30 Gunst geschenkt bekommen und die gleich weiter verschachert. Wir lassen jetzt diese der Sache alleine ihren Lauf halt. Ne? Das heißt, es bleiben nur zwei Religionen übrig. Die von den Niederländern, Protestantismus. Wir haben viele Disputanten. Und irgendwo der Islam. Also es wäre, wir haben zwei Eisen im Feuer. Ob wir das so machen, gucken wir mal. Aber gut zu wissen, dass es nicht unbedingt nur der Kultursieg sein muss.
Ich würde gerne die Religionsallianz gerne aufsparen für den Islam, der irgendwo da ist, um für den Fall, dass wir rübergehen und dort Einheiten und dort Städte missionieren und bekehren, durch eine Religionsallianz die Option hätten, dass dessen große Städte von dem oder der Herrscherin, deren islamische Städte auf uns keinen religiösen Druck ausüben könnten, weil wir da so einen religiösen Außenposten haben. Das ist der Sinn der Sache. Ne? Also, was übrig bleibt, Wirtschaftsallianz oder Forschungsallianz mit Kanada oder Militärallianz. Militärallianz fällt weg. Normalerweise holt man sich die, weil man plus 5 Kampfstärke haben möchte. Gegen gemeinsame Feinde bleibt übrig eine Wirtschaftsallianz und eine Forschungsallianz. Beim Thema Forschung scheinen die Kanadier nicht unbedingt die Spitze der Nahrungskette der Nahrungskette dazustehen. Deshalb wäre mein Vorschlag, wir machen einfach eine stinknormale und simple Wirtschaftsallianz mit ihm. Es wird viele Handelsrouten zu uns geben von den Kanadiern. Das könnte eher ein Grund dafür sein, sogar die Forschung zu nehmen, weil wir dann extra Forschungserträge haben. Aber ansonsten so die typischen Boni, die man da bekommt, sind eher gering. Ja, also mein Vorschlag wäre, wir können auch mal gucken, wo er steht. Da sind wir im Mittelalter. Wilfrid Laurier in der Mitte. Und Königin Willi ist weit vorne. Wir machen mal eine Wirtschaftsallianz mit ihm und mit Königin Wilhelmina. Eine Kulturallianz. Und das ist nur dann sinnvoll, wenn wir wirklich auch Laventa erobern. Ansonsten ist das vollkommen zwecklos. Lass uns das noch teuer bezahlen. Also mit 4 Goldstückchen. Bekommen einen Boost für den diplomatischen Dienst. Zeitalterwechsel. Ein normales Zeitalter haben wir fast schon sicher, frühestens in 15 Runden. Dann sprechen wir bei Wilfrid Laurier vor. Wir machen das deshalb mit allen Allianzen. Zum einen bekommt man dann mehr Gunst und die kann man verkaufen. Zum anderen hat man dann bessere Handelspartner und zum dritten, wir greifen gerade Stadtstaaten an und massakrieren die. Die Weltgesellschaft mag das nicht unbedingt. Wenn Leute mit uns befreundet sind oder eine Allianz haben, können sie sich nicht an Notfällen gegen uns beteiligen, bei denen uns die Weltgemeinschaft dafür abstraft, dass wir Stadtstaaten angegriffen haben. Ja. Zwei Gold 30 Runden lang. Sehr schön. Das läuft doch. Oh, ich habe eine Sache vergessen, bevor wir loslegen. Das mache ich. Oh, das ist peinlich. Das mache ich normalerweise immer vor Beginn des Streams. Ich muss nur mal ganz kurz mir notieren und anschauen, wie das aussieht mit unseren Luxusressourcen, welche wir haben. Normalerweise mache ich mir vor dem Stream einen Spickzettel. Ich habe es gerade im Weihnachtstrubel vergessen. Bitte herzlich um Verzeihung. Wir exportieren Gips an Willi. Für 30 Runden. Wir haben Seide importierend von Philly. Für 16 Runden. Dann haben wir Gewürze, auch von Willi. Die exportieren wir an Willi. Für 18 Runden. Und wir haben einen Tee. Natürlich Tee. Bei unserer Traumstadt-Teekesselchen müssen wir natürlich auch Tee exportieren. Und T, bitte nicht verwechseln mit QRS, das ist nur T. Ja, also weder A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, noch U, V, W, X, Y, Z exportieren wir, sondern ausschließlich T. Da lege ich großen Wert drauf. Ja. T exportieren wir an Willi. Und Bernstein haben wir einfach nur so. Und Trüffel auch an Willi. Sag mal, was mir gerade durch den Kopf geht. Also in meiner Generation ist es keine Leistung, das Alphabet so schnell runterrattern zu können. Das kann, glaube ich, könnten, glaube ich, fast alle in meinem Alter. Aber Schulbildung hat sich ja verändert über die Jahre. Von den Jüngeren unter euch oder solch mit eigenen Kindern, legt man heutzutage eigentlich in der Grundschule noch Wert drauf, dass die Leute das Alphabet gut können, die Kinder. Flüssig und schnell. Ernst gemeinte Frage. Ich will jetzt nicht sagen, das ist der Gipfel der Intelligenz und dadurch bekommt man, wenn man das kann, 10 IQ-Punkte mehr, aber es ist eine reine Neugierfrage. Ich hätte es echt gerne gewusst. Können diejenigen mit Eltern, mit Kindern oder Grundschullehrer, Lehrerinnen oder wer auch immer, mal kurz was dazu schreiben?
Eine Sache habe ich oben irgendwo übersehen. Genau, das war Seite. Und Gewürze. Na, alles okay, so. Ah, Dschungelschleichigs fachsimpelt. WB, das Wichtigste heutzutage, dass man die Emojis am Handy findet. Dorenchen fragte Alpha was? Ist das eine App? Bukowski Charles, in der Grundschule meines Neffen wird da extrem Wert drauf gelegt, okay? Also ich finde auch einfach, das ist eine sehr naheliegende Kulturtechnik, wenn man irgendwo, was weiß ich, in einem Lexikon was sucht. Es gibt so viele Anwendungsbeispiele. Okay. Danke, Neid. Ja, ich bin tatsächlich immer noch Anfang 30. Das hast du richtig eingeschätzt hier. Mit dem Missionar. Wach nur ein bisschen ab. Wir wollen ja nicht sterben. Der kann uns nicht töten. Wir können hier stehen bleiben noch für eine Runde und hier ausspionieren. Denn allein hat brauchte 3 Bewegungspunkte, um uns hier drauf zu töten. 2 draufzuziehen, 1 killen. Oh, er kann das aber. Das ist ein Speer. Der hat 1, 2, 3. Nee, der hat dann auch keinen mehr. Hügel kostet 2 Bewegungspunkte. Der kommt auch nicht. Wir können nochmal eine Runde aussetzen. Und das war's, glaube ich schon, ne? Das war alles. Jetzt sammeln wir noch Geld, um eventuell hier oben mit den Barbaren uns zu schlagen. Noch gleich ein paar Einheiten aufzuleveln. Und nächste Runde stellen wir dann um auf die Siedlerkarte, Leute. Ja. Brosiniti schreibt, meine Freundin oder eine Freundin studiert Grundschullehrerin auf Lehramt. Die dürfen momentan gefühlt alle so reden und schreiben, wie sie wollen. Auf Mathe wird mehr Wert darauf gelegt als Deutsch. Ich dachte, das wäre schon wieder raus, dass alle Kinder so schreiben dürfen, wie sie glauben, gefühlt, dass es richtig ist. Ich dachte, das wäre längst schon wieder out of date, wenn man gemerkt hat, dass das zu einer Generation von Rechtschreibanalphabeten führt. Ich dachte, das ist schon längst vorbei wieder. Eins weiter. Ja, hier werden wir angegriffen, das war eingepreist. Zu Friedenszeiten wird man von Söldnern ausgeraubt, zu Kriegszeiten von seinen Feinden. So, ja, da hast du recht. Bukowski Charles schreibt, Mathe ist ja auch sehr wichtig, WB. Wie sollte man sonst die Nachbarschaftsbonus bei Civ 6 addieren können? Richtiger Hinweis im Chat. Also Söldner, jetzt können wir Einheiten billiger upgraden. Und überlegen uns, wir können Gesandten schicken, 2 Stück. Davon haben wir im Augenblick... Ach, ich habe vergessen, ich wollte Armani wegziehen. Armani wollte ich rüberschicken nach... Armani wollte ich in eine andere Stadt schicken, weil wir haben mit ja den Audienza als im Regierungsplatz. Ein Gebäude, was jedem etablierten Gouverneur und jeder etablierten Gouverneurin 4 Wohnraum und 2 Annehmlichkeiten vor Ort bringt. Und Armani hatten wir mal hier hingeschickt, nach Maskat. Hier vorne, um einfach nur Zeitarbeiterpunkte oder Zeitalterpunkte abzubekommen. Und die können wir mittlerweile wieder wegschicken, denn die plus eine Annehmlichkeit in Städten mit Handelszentrumsbezirk, das ist der Bonus, der sozialen Bonus, den nutzen wir eh nicht. In meiner Erinnerung haben wir keinen einzigen Handelsdistrikt. Wir ziehen gleich mal Armani weg, zu irgendeiner Stadt hin, die unter Umständen Wohnraum- und Annehmlichkeitenprobleme hat. Oder demnächst hat. Das könnte Olli sein. Ich wette, Olli wird schnell wachsen hier. Das könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, hier ist ein hoher Nahrungsüberschuss. Plus 3 nur. Ah. Jetzt in 6 Runden der nächste Bürger. Hier kommen auch tolle Gelände. Ja, das hier ist auch ein hohes... das ist ja ein sensationelles Feld. Der wird sehr schnell wachsen. Also dafür Wohnraum und Annehmlichkeiten zu sorgen, da machen wir nichts mit falsch. Aus 10 wird wegen der Nähe zum Vulkan schnell wachsen. Andererseits, es kann Bevölkerungsverluste geben bei Explosionen des Vulkans, aber allerdings eher in Ehrfurcht, weil der Vulkan da im zweiten Ring steht und nur im dritten zu Stan hier. Lass uns das machen. Wir schicken einen Gouverneur hier unten hin, beziehungsweise Armani dorthin. Es sind 5 Runden da und dann gibt es die Annehmlichkeiten und den extra Wohnraum. So, jetzt muss ich mal kurz nachlesen. Also wir wollten hier unten noch den Siedler besser begleiten lassen.
Deshalb sind all die Einheiten hier unterwegs. Und wir haben jetzt die Frage, ob wir unsere Einheiten befördern wollen oder nicht. Wir können jetzt reingehen. Wir haben die Monarchie. Und können rausnehmen. Brauchen wir noch die Bedienstetenkarte für die Annehmlichkeiten. Ja, wir sind glücklich dadurch. Nehmen wir die raus, sind wir in Städten nur noch zufrieden. Zufrieden bei plus 2 Annehmlichkeiten, glücklich bei plus 3. Aber falls wir nur eine kurze Forschung haben, die läuft nur 3 Runden, das ist nicht schlimm. Dann können wir in der Zeit schnell Einheiten befördern. Allerdings haben wir wenig Geld, wir produzieren allerdings auch viel dazu. So eine Einheit zum Beispiel befördern würde normalerweise kosten 250 Flocken. Mit der einen Karte, die wir jetzt einsetzen können, nur 125. Und dann können wir mehrere Bogenschützen befördern. Tribocke haben wir noch nicht, ne? Haben wir auch schon. Wegen des Angriffs auf Laventa. Können wir denn die Schwertkämpfer zu irgendwas upgraden? Noch nicht, ne? Welche Einheit kommt wann? Sie geht erstmal Richtung Industriegebiet. Picken ihre Speerkämpfer haben wir keine, ist für uns egal. Wir könnten ja, also wir müssen schon befördern, sonst kommen wir hier nicht durch. Das heißt, wir nehmen die Beförderungskarte erstmal nur rein für die Bogenschützen. Nehmen eine von den beiden raus hier, entweder die Heilige Städtennachbarschaftsbonus oder die Campusbezirksbonusse. Ich würde die Annehmlichkeiten gerne reinlassen oder wir nehmen mal für eine Runde, wir haben so viel Geld, die Rekrutierung raus. Bauen wir immer noch Lager und Häfen? Wir wollten ja umstellen auf Siedler. Wir bauen 2 Häfen, aber in so schneckem Tempo, das ist ja Zeit. Da geht im Augenblick 1-2 Produktionspunkte in neuen Städten rein, das können wir rausnehmen. Das heißt, wir nehmen die Siedlerkarte hier unten irgendwo rein. Die fliegt, die bleibt drin. Die bleibt hier oben drin. Eine Beförderungskarte, Berufsarmee hier unten hin. Und dann kommt die Siedlerkarte noch rein, mit der wir Siedler schneller bauen können. Jetzt haben wir die Wahl, Chat, ob wir den naheliegenden Städten Nachbarschaftsboni, ob wir die halbieren. Ich glaube, wir haben nur eine heilige Stätte, oder? Waren 2. Auf jeden Fall nicht sehr viele. Ich glaube, die können wir mal rausschmeißen. 2 haben wir. Die können wir mal für ein paar Runden, für 3 Runden rausschmeißen. Das tut uns nicht wirklich weh und nehmen die Kolonisierung rein. Auf die Weise, ja? Geld müssen wir haben, um unsere Einheiten auch überhaupt befördern zu können. So bleibt's. Jetzt befördern wir Einheiten. Mit S verwundet. Jetzt haben wir hier leider keine Stadtmauer. Wäre schön, eine zu haben. Geht aber nicht. Hier wird sicher gleich geplündert. Das ist irgendwie drin eingepreist. Der zieht. Hier hin. Der zieht hier vorne hin. Hier bitte einmal befördert zum Armbrustschützen. Dann tun die Schüsse gleich richtig weh. Könnten nachher nächste Runde auch die Tribocke befördern oder einen befördern. Den können wir befördern zum Armbrustschützen. Noch einmal einen. Ich ziehe mal eine Runde zurück erstmal mit ihm. Der hier vorne wird bitte fit gemacht mit Schlachtruf. Frohe Weihnachten euch allen. Schön, dass ihr da seid. Oh Gott, so viele Leute schon da. Liebe Grüße, 1500 Fans und Weihnachtsfans eventuell auch da. Liebe Grüße nach Jade. Wir spielen, ihr wisst es, mit Japan auf Gotthard heute bis 20 Uhr. Dann geht's weiter mit Knights of Honor 2 Sovereign. Gerade haben wir eine Karte geholt, mit der man Einheiten billiger upgraden kann. Also ich würde gerne die hier vorne upgraden. Wir warten noch ein bisschen ab, wo wir das Geld gleich reinstecken. Das kommt hier zu früh. Abstand. Achso, mit den Einheiten wollten wir nach unten rennen. Der kann nur eine Runde aushalten. Ein Gesundheitspunkt. Ja, hier sind sehr viele. Da halt nochmal eine Runde aus. Hier geht es an Land. Oh,
ausheilen, bitte. Der wollte für Reparaturen hierhin und Nickerchen. Ich glaube, die drei Einheiten reichen, um hier unten aufzuräumen. Der kann ruhig hier vorne bleiben. Zieht die nächste Runde weiter. Zieht die nächste Runde weiter. Und hier vorne statt Gründe müssen wir mehrere Einheiten ausschalten. Also ich glaube... Oh, der muss weg. Der würde sonst hier gekillt werden. Ein Bewegungspunkt braucht eine Einheit, um eine religiöse Einheit um die Ecke zu bringen. Siedler setzt nochmal eine Runde aus. Was hatten wir denn mit ihm vor? Wir wollten scouten, ne? Und hatten... Ja genau, wir wollten gucken, ob man hier noch eine Stadt gründet. Und dann hatte ich mich entschieden, nee, nicht hier. Hier ist hier gibt es zu viel an Loyalitätsdruck, aber hier vorne bitte. Er kann mit der einen Aktion auch zurückrennen oder er kann hier innerhalb der Grenzen stehen bleiben und feindliche Missionare angreifen, falls einer kommt. Furchtbar unwahrscheinlich, dass es passiert. Nee, den können wir auch nachher im Osten einsetzen, beim Angriffskrieg, beim religiösen Angriffskrieg auf die Niederländer. Und wieder eine Runde weiter. So, das war's, ne? Karten haben wir umgestellt. Kann man noch irgendwelche Sachen, irgendwelche Luxusgüter eintauschen gegen irgendetwas anders? Wir schwimmen in Gewürze. Nee, Suleiman schwimmt in Gewürzen. Gewürze bekommen wir allerdings und wir exportieren Gewürze sogar. Die Kanadier haben Gips, wir auch. Wir exportieren bereits sogar. Nee, ich sehe nicht, was wir hier machen könnten. Wir könnten auch schauen, ob wir strategisch rüsten. Wir könnten gucken, ob wir die Gunst verkaufen. Machen wir mal nächste Runde gegenüber den Kanadiern. Eins weiter und hier vorne die Barbaren beobachten. In Stan die Felder anders bewirtschaften, ist ein Vorschlag von North Bullman. Gucken wir uns einmal an, was du damit gemeint haben könntest. Nee, das ist alles gut so. Die riesigen Nahrungsüberschüsse führen trotz des Wohnungsmalus dazu. Achso, da oben. Ja, das kann man machen. Können das so machen. Da vorne auf einen verzichten und dann hier schneller vorankommen. So, machen wir es mal. Eine Runde weiter. Danke. Oh, da sind echt verdammt viele Gegner. Es gibt keine leichte Art, einen Praktikanten anzulernen. Meine beiden Methoden sind Vormachen und Meckern. Aluminium, ein Produktionspunkt mehr, wichtige Geschichte. Und Industriegebiete baubar und das erste Gebäude, Werkstatt da oben drauf. Nächste Sache. Nee, mit den Osmanen aus Bullmann. Zuhören. Habe ich doch eben begründet. Entschuldige. Jetzt mal weiter mit den... Ja, also am liebsten mit allem, wo wir schon einen Bonus haben. Da können wir Schiffswaffen bauen, da haben wir allerdings noch nicht viele Häfen. Könnten wir hingehen, ginge schnell. Ah, doof, das wäre nirgendwo. Wir machen mal mit den Burgen weiter und gucken, was danach kommt. Wir bauen im Augenblick weder einen Staudamm, noch brauchen wir Pikeniere. Ich lasse es mal so. Dann. Der lockt den an. Hinterher. Wir können wieder eine Einheit befördern. Hier bitte einmal ballern auf den Feind. Der kann ja nicht drüber feuern, weil auf Hügel, der hat kein Problem, weil einmal Wasser daneben. Wir könnten auch schon mal zum Tribok verbessern. Weil da wir eh nicht alle Einheiten auf einmal verbessern können. Lösen wir das hier ein bisschen anders. Zieht mit der Einheit hier rein. Und machen den zum Armbrustschützen. Eureka für den Metallguss.
Und der Kollege hier hat ein sehr gutes Verteidigungsfeld, wird von vielen Seiten in die Ecke, in die Mangel genommen. Kann er einfach mal stehen bleiben. Der bekommt Hau von allen Seiten, alle werden etwas geschwächt, weil er ein Deluxe-Verteidigungsfeld hat. Wegziehen kann der Kollege immer noch. Oder wir ziehen das, den hier drauf. Das wäre auch eine Option. Dann zwingen wir die Leute eventuell auf das Feld drauf zu ziehen und dann können die besser beschossen werden. Und dann zugleich können sie hier nicht stehen. Da könnten die, wenn die Stadt angreifen wollen, nur auf den beiden Feldern stehen. Die sind verteidigungsmäßig nicht so cool wie das hier vorne. Könnten wir machen. Einmal heilen. Oder schießen und... Nee, der konnte ja nicht schießen. Ja, ein räudiger Rabe. Also es gibt zwei verschiedene Arten. Räudiger Rabe schreibt, Verschanzen geht nur ohne Bewegen. Es gibt zwei Arten von Verschanzungsbonus. Einen kleinen und einen großen. Wenn die Einheit sich noch gar nicht bewegt hat und man klickt also null, also dort die vollen Bewegungspunkte hat, man klickt dann auf Verschanzen, bekommt ja einen großen Verschanzungsbonus und hat sich ein bisschen schon bewegt, aber noch ein Minimum übrig. So ein Viertel Bewegungspunkt zum Beispiel, dann bekommt sie jemand, klickt dann auf Verschanzen einen kleineren Verschanzungsbonus, der dann, wenn die Einheit dort stehen bleibt, zum großen anwächst. Über den nächsten Rundenwechsel hinweg und wenn man das dann nochmal macht. Ah, was wir machen könnten. Nö, das bringt eigentlich nichts. Einmal stehen bleiben hier. Ah, Moment mal, hatten wir die Garnisonskarte drin? Bedienstete ist drin. Wir haben Einheiten parken in Städten, bringt eine Annehmlichkeit. Das war. Habe ich eine Überschrift? Nein, der Sale-Tipp für euch ist uralt. Das Kommando. Die Winterdeals sind schon längst vorbei. In der Überschrift habe ich es nicht mehr. Was so ein uraltes Kommando hier ausgelöst. Ja. An alle, wenn ihr mal ein ganz altes Kommando auslösen wollt, das ich immer vergessen habe zu löschen. Schreibt mal raus, Ausrufezeichen, dann hintereinander, ich bin doof, ja, ohne Leerzeichen dazwischen. Ausrufezeichen, ich bin doof. Dann habt ihr ein schönes Kommando. Einen ganz witzigen Text bleibt dann auf. So. Dann ziehen wir hier unten weiter. Na, ich weiß, das war jetzt selbst für mein Niveau etwas unterirdisch. Das gebe ich gerne zu hier. Das war selbst für meine Verhältnisse, war das Auer. Das ist so, ja, ich gib's zu. Ich kann es nicht leugnen. Das war eindeutig Auer. Entschuldigung. Ich weiß, das war jetzt Kindergartenniveau. Ich gib's zu. Das war jetzt sehr peinlich. Also es ist auf der WB ist bei einer Skala ein sehr hohes Ergebnis hier. Und das ist schon eine nach oben hin offene Skala. Vielleicht auch mit Leerzeichen. Und wieder eine Runde weiter. Weltwunder wurden gebaut. Eine Zeus-Statue, Hoeteokali und Minakshi-Tempel. Barbaren nähern sich uns. Ein Technikbonus. Könnten weiterhin... ich habe die Siedler gar nicht in Bau genommen. Das wollten wir machen. Petra ziehen wir noch durch, aber woanders mit der Siedlerkarte machen wir das jetzt hier. Die Uni wird ersetzt durch einen Siedler. Boah, in zwei Runden fertig. Und gibt vier mehr an Wissenschaft. Das ziehen wir noch durch, aber dann machen wir mit dem Siedler weiter. Der Leuchtturm ist noch gar nicht gebaut. Okay. Dann machen wir das so. Oh, nein, da haben die gerade eine Stadt hingesetzt. Scheibenkleister, genau da, wo ich siedeln wollte. Ärger. Dann fällt jetzt einer weg. Ja, dann bauen wir hier vorne. Wir könnten da vorne einen dann bauen für den hier hinten. Das können wir machen. Überlegen wir uns gleich. Und... Hier vorne wollte ich nur einen machen nach der Uni, der ist drin, ja. Alles klar, eine Runde weiter. Da wurde geplündert, ein Sägewerk steht in Flammen.
Hi, Datpad. Danke fürs 18. Abo. Liebe Grüße an Datpad. So, und jetzt können wir von hier aus einmal feuern. Doch drauf, bitte. Einmal hinterher setzen. Der Kollege bleibt hier stehen. Den können wir jetzt ausschalten. Die Einheit hat schon eine Beförderung. Für den Angriff auf einen Barbaren bekommt man ab der ersten Beförderung nur einen XP. Deshalb lassen wir den Herren hier vorne einmal feuern. Da gibt es nochmal volle XP für. Die bleiben hier stehen. Wir können nochmal Einheiten verbessern. Da lohnt sich das besonders. Also, dass das so ein gutes ist. Einmal zum Tribok verbessern, bitte. Das war lieb. Vielen Dank im Chat. Ich muss mich mal kurz bedanken.